Die Interessen des Landes in der Welt zu vertreten und Österreicherinnen und Österreicher bei ihren globalen Handlungen zu unterstützen. Darin liegen, grob umrissen, die Kernaufgaben des Bundesministeriums für europäische und internationale Angelegenheiten. Gesellschafts-, Kultur-, Wirtschafts- oder Umweltthemen. Die Kompetenzen des Ministeriums sind weit gestreut. Im Interview mit Upper Value greift Ministeriumssprecher Peter Launsky-Tiefenthal einige Beispiele heraus. Nachdem wir einander jetzt im Juli treffen in der Hauptreise oder während der Hauptreisezeit, gilt eine der ganz großen Aufmerksamkeiten der Unterstützung von Österreicherinnen und Österreichern, die auf ihren Urlaubsreisen im Ausland in Not geraten und denen unsere 107 Botschaften und Konsulate weltweit mehr oder weniger rund um die Uhr zur Verfügung stellen, gemeinsam mit unserem Bürgerservice in Wien. Also Unterstützung für Österreicher, die im Ausland in Not geraten sind, eine ganz zentrale Aufgabe. Bürgernähe stand auch im Zentrum einer mehrmonatigen Zuhörtour des Bundesministeriums durch Österreich. Der aktive Dialog mit der Bevölkerung brachte interessante Ergebnisse zutage und findet im Herbst seine Fortsetzung. Eine der wichtigsten Schlussfolgerungen daraus war, es besteht nicht ein Informationsdefizit der Österreicherinnen und Österreicher, sondern man würde sich erhoffen, dass man mehr und öfter die Möglichkeit hätte, mit politischen Entscheidungsträgern über seine Sorgen im Zusammenhang mit der Europäischen Union direkt und im persönlichen Gespräch zu sprechen. Und das ist auch der Grund, warum der Minister sich entschlossen hat, für die zweite Jahreshälfte 2009 mit einer Dialogtour durch Österreich zu beginnen. Unter wirtschaftlichen Aspekten liegt das Hauptaugenmerk des Ministeriums derzeit auf der Donau-Schwarzmeer-Region. Das Gebiet erhält vor allem in Fragen der Energiesicherheit zusätzliche Bedeutung. Ziel dieser Initiative ist es, die wirtschaftlichen Interessen Österreichs in diesem neuen Raum bestmöglich zu unterstützen. Unter anderem unter dem Gesichtspunkt der Energiesicherheit. Die vergangenen Winter haben gezeigt, dass es nicht selbstverständlich ist, dass Österreich und weite Teile Europas bestmöglich versorgt werden mit Energie. Insbesondere jene Länder, die Energie importieren müssen. Und zu diesem Zwecke sollen die Beziehungen zu dem Schwarzmeerraum und zum Donauraum verstärkt werden. Mit der APA hat das Außenministerium eine ganze Reihe von Berührungspunkten. Die Beobachtung des aktuellen Weltgeschehens über den APA Online Manager, die Kommunikation mit der Öffentlichkeit über APA OTS, Themendossiers aus der APA Mediendatenbank, ein täglicher Pressespiegel, der die österreichischen Botschaften weltweit erreicht und neuerdings auch der Einsatz von Informationsvideos auf der Website. Und zunächst einmal möchte ich den Anlass dazu wahrnehmen, Ihnen namens der APA und aus der Sicht des Außenministeriums ganz besonders herzlich zu danken für die ausgezeichnete Zusammenarbeit. Sie sind für uns der wesentliche Partner in unserem Informationsgeschäft, wenn Sie so wollen. Und die letzte Form der Kooperation, die auch eine gewisse Transparenz des Hauses manifestieren soll, sind Kurzvideos, die angefertigt werden von den Ergebnissen der Ministertagungen in Brüssel. Und damit soll im Weg über unsere Homepage den Österreicherinnen und Österreichern das Ergebnis und die Ergebnisse solcher Konferenzen nähergebracht werden. Nach einem typischen Arbeitstag im Ministerium befragt, meint der Pressesprecher abschließend: Es ist wie eine permanente Live-Sendung eines elektronischen Mediums, so würde ich das beschreiben. Man muss rasch reagieren, man muss improvisieren können, es muss einen guten Teamgeist geben und es muss so gute Partner geben, wie sie sind, wie es die APA ist für uns als österreichisches Leitmedium.